Ja, es lebt noch immer das nicht sehr schmeichelhafte Vorurteil gegenüber Tenören. Zwar liebenswerte, aber nicht sehr helle Zicken, die bei jeder Gelegenheit knödeln. Ich kann so nicht arbeiten, meine Stimme. Nun, dieser Sänger aus München straft das Klischee Lügen ein für allemal und mit Bravour. Jonas Kaufmann. Er ist der beste Tenor, den Deutschland zurzeit zu bieten hat. Jonas Kaufmann. Mit Annane Trepko singt er das Publikum um den Verstand. Nach der letzten Vorstellung von La Traviata in London galoppiert er zum Interview mit der Star-Sopranistin. Annane Trepko noch im Kostüm. Partystimmung. Alle sagten mir, du musst mit dem Kaufmann singen. Und es stimmt. Schnell mal weghören, er ist einfach fantastisch. Kaufmann, wer ist dieser lachende Tenor, der im Ausland schon längst ein Star ist, mit Pavarotti und Wunderlich verglichen wird, den man aber bei uns nur selten gehört hat, obwohl er doch ein echter Bayer ist. Der lässig wie ein Popstar rüberkommt und trotzdem der Schwarm aller Schwiegermütter ist. Kaufmann, einer, der zunächst nur so zum Spaß sang. Was kann es Schöneres geben, als das Hobby zum Beruf zu machen und damit auch noch richtig Geld zu verdienen? Das ist doch fantastisch. In der Tat nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Kaufmann beinahe Mathelehrer geworden wäre. Seit Jahren schon singt er nun in den allerwichtigsten Häusern, von der New Yorker Met bis zur Mailänder Scala. Jetzt stellt er sich mit einer Solo-CD vor. Romantische Arien. Natürlich schmelzen wir dahin. Völlig unnötig, ihn auf dem Cover noch als Latin-Lover zu vermarkten. Das ist ja schön und nett und ich fühle mich geschmeichelt, wenn man das irgendwie erwähnt. Aber letztlich ist das ja nichts, was ich aus eigener Leistung heraus erreicht habe. Sondern das ist etwas, was man in mir sieht oder in mich hineinprojiziert. Aber er macht es uns ja auch leicht. Er singt sie nicht nur, er lebt seine Rolle. Diese ganzen Gefühle, die man da erzeugt, muss man auch irgendwo in sich haben. Obwohl das gar nicht mit Worten zu fassen ist, ist es irgendwo zwischen den Zeilen. Und das liegt einfach daran, dass die Stimme eben dieses, es gibt ein hochtrabendes Wort, die Stimme ist der Spiegel der Seele. Und das im tiefsten Kern stimmt das. Und weil man diese Echtheit bei Kaufmann spürt, stürmt das Publikum seine Vorstellung. Weil seine Kunst unsere Sehnsucht nach Leidenschaft nährt, aber trotzdem Tiefe hat, weil er mehr ist als ein Schönling. Was folgt, ist der Beifall, wie hier nach dem La Traviata-Abend. Doch danach droht immer der Absturz. Ich bin in einer fremden Stadt, ich stehe auf der Bühne, ich habe Erfolg, das Publikum jubelt, man ist wirklich auf Wolke 7 und ja, man verlässt das Theater und wenn man Pech hat, hat man eben keine Freunde, keine Kollegen da. Das heißt, man geht nach Hause, sitzt in seinem Hotelzimmer oder Apartment und fällt in ein Loch. Das ist der Moment, in dem die meisten Tenöre anfangen zu essen. Dem Pavarotti-Speck entgeht Kaufmann durch viel Bewegung. Außerdem ist er Vater von 3 Kindern. Die halten fit, sagt er. Singing Traviata. Yeah. Do you hear that? Traviata, yeah. It's actually Traviata. Yeah. Plötzlich hat er was gehört. Eine Straßenkünstlerin singt eine Arie aus La Traviata. Kaufmann lauscht. Wenige Meter neben dem Royal Opera House, wo er gerade noch die gleiche Oper sang. Das amüsiert den Star. Mehr noch, er freut sich. Genau diese Natürlichkeit ist es, die er auch auf der Bühne hat. Jetzt wird es Zeit, dass man Jonas Kaufmann endlich auch bei uns besser kennenlernt. Allerdings.